Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Crusader Kings 2 mit mir, eurem Violet und immer noch mit dem Herzog Forlan von Franken, FF, das passt ja mittlerweile. Und ja, wir haben beim letzten Mal, eine Einkerkerungswelle gestartet, weil die ganzen Leute nicht sich geweigert haben, ihren Ungehorsam zu beenden. Und dementsprechend mussten wir sie einkerkern. Oder es zumindest versuchen. Sie haben sich alle geweigert und von daher werden wir sie jetzt alle zwangsweise einkerkern. Und ja, wir können heiraten. Sehr gut. Wir können unsere Nichte heiraten. Wird die Verlobung achten. Alles klar. Ja. Sehr gut. Wieso sind wir hier doppelt aufgeführt? Wir warten. Und ja, eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich akzeptiere euren Vorschlag, dass Herzog Forlan und Prinzessin Heloise heiraten. Sehr schön. So, damit haben wir uns jetzt in die Karolinger eingeheiratet, mehr oder weniger. Und ich sehe gerade, unsere Frau ist ein flüchtiger Schatten geworden. Ugh. Ich hätte eigentlich lieber gehabt, dass sie hier mehr Verwaltungspunkte hat. Aber gut. Kann man nichts machen. Ist jetzt halt eben so. Okay, so, ihn hier haben wir eingekerkert. Dann sammeln wir jetzt erstmal unsere Mannen in Baden. Bevor wir hier in Richtung Passau ziehen. Und wir kerkern hier schon mal den Bürgermeister Heinrich von Hagenau ein. Zack. So. Und wir können ihn hinrichten einfach, denke ich. Ich denke, das ist die beste Option. Denn er wird uns jetzt immer hassen, weil wir ihn eingekerkert haben und so weiter und so fort. Von daher. Oder wir verbannen ihn. Ich glaube, dann kriegen wir dann seine 200 Gold. Ich weiß es gar nicht. Versuchen sie einfach mal. Nein, bekommen wir nicht. Okay. Wer ist jetzt der neue Bürgermeister von Hagenau? Hallo? Bürgermeister Leopold. Okay, das Geld ist jetzt einfach weg, oder was? Oder er hat das Geld mitgenommen? Ne, das Geld ist einfach weg. Super. Alles klar. Okay. Na komm schon. Spiel, weniger Autospeicherstände. Okay. Okay, die Wohlstandsfraktion mag uns schon wieder nicht. Er mag uns weniger. Und wir haben einen neuen Prinzbischof von Mainz. Immer noch ein Franke. Hey, immer diese blöden Franken. Da werden halt jetzt einfach immer automatisch wieder neue Franken eingesetzt. Weil halt irgendwann mal da random irgendwie ein Franke drauf gekommen ist auf den Thron oder wie auch immer. So, jetzt stellen wir uns hier mit unseren Mannen der Armee von Passau. Wir werden... Wieso können wir nicht... Achso. Ja. Okay, nein. Wir werden jetzt dafür nicht vom Rat zurücktreten. Das hat jetzt wenig Sinn. Wir werden hier einfach unsere Mannen das ausführen lassen. Das ist ja keine große Schlacht. Auch wenn Forlan wirklich Lust hätte, mal in die Schlacht zu ziehen. Aber er möchte dafür nicht seine Beziehungen mit dem König aufs Spiel setzen. So eine kleine Rebellion. Und ja, wir können tatsächlich unsere Frau sofort auf Ostfranken auf den Thron setzen. Das Problem ist, dass er hier ziemlich viele Verbündeten hat. Wir haben 5600 Mann und er hat auch 5000 Mann gehabt, ne? Mit 4000 Mann, okay. Das werden wir dann gleich mal uns nochmal überlegen. Sobald wir hier diesen Idioten hier eingekerkert haben. Wir können auch gleich mal schon mal die Hälfte unserer Mann nach Bamberg schicken. Dort den Bischof einzukerkern. Dieser Krieg verläuft nicht ganz so, wie ich es erwartet habe. Ich verliere mehr Männer pro Kampf, als ich geplant hatte. Und die Belagerungen dauern Ewigkeiten an. Ich benötige mehr Männer und Belagerungswaffen. Vielleicht könnte ich mir einen Freund, könnte mir ein Freund dabei behilflich sein. Ich meine, ja, wenn man Geld bekommen kann, ne, dann ja, nimmt man das nicht ab. Schlechte Auswahl schadet der Landwirtschaft in Baden. Ja, was ist denn da los jetzt gerade? Wieso wird das nur schlechter und nicht besser? Aber was ist denn los mit denen? Warum wollen die mich alle... Warum zum Teufel wollen die mich alle kidnappen? Was ist los mit denen? Wahrscheinlich, weil ich so viel Geld habe.
Er hat mir 9 Gold geschickt. Naja, 9 Gold sind 9 Gold, ne? Das lehne ich nicht ab. So, wir könnten den Herzog von Elsass in den Krieg rufen und noch ein paar andere Leute. Passt schon. Brauchen wir aber jetzt nicht. Wir haben übrigens gerade die 1000 Prestige-Marke überschritten. Das ist ja auch schon mal was. Ist auch gerade gar nicht klar, warum wir überhaupt hier das durchsetzen dürfen. Denn eigentlich hat unsere Frau ja nur einen schwachen Anspruch. Und technisch gesehen... Ja, shit, wir dürfen das gar nicht machen. Weil wir immer noch unter dem anderen König sitzen. Na super. Klasse. Pepin, stirb jetzt mal endlich. Ja? Das bringt ja gar nichts. Ey, hier wird ja gar nicht mehr der Nachfolger. Okay, vielleicht müssen wir uns doch unabhängig machen. Bleibt uns nicht viel anderes übrig. So, zack. Wir kerkern den Grafen von Passau ein. Und dann kerkern wir gleich den Bischof von Bamberg ein. Gesetz mittlere Stadtsteuern. Ja. Ist das bei uns auch mittlerweile durch? Nicht in einem Bürgerkrieg. Okay, es hat irgendwie abgebrochen. So, dich kerkern wir ein. Zack. Okay, so, dann lösen wir erstmal alle Einheiten auf. So, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt mit ihm? Wir könnten ihn natürlich einfach im Kerker lassen. Ihn hinzurichten, dann würden seine Nachfolger uns wieder hassen. Das wäre wenig effektiv. Aus dem Kerker entlassen, auf keinen Fall. Beikaufen für 70 Gold, auch nicht. Tja, ich denke, wir werden mal versuchen, hier... Genau, wir werden hier mal hier versuchen, seinen Nachfolger hier als Mündel zu nehmen. Und dann werden wir ihn einfach im Kerker verrotten lassen. Okay, sehr gut. Ja, guck mal, er ist jetzt in Friesland mit uns. Also wir sind in Friesland, weil wir der Marschall sind. Okay, naja gut, alles klar. So, ja, du bleibst jetzt einfach im Kerker, fertig. Wir könnten ihn noch ins Verlies werfen. Aber ich denke, so grausam sind wir nicht. Wir lassen ihn einfach jetzt im Kerker verrotten für seine Taten. Dann gucken wir mal noch ganz kurz, was wir mit den anderen machen möchten. Also erstmal hier, beende du mal bitte deine Verschwörung. Beende du mal bitte auch deine Verschwörung. Und du kannst auch mal deine Verschwörung beenden. Wir möchten keine Verschwörungen in unserem Reich haben. Außer unsere eigenen. Okay. So, und dann, ja, Graf Konrad lassen wir im Kerker. Den Bürgermeister von Heidelberg. Einen Schützling verloren, unehrenhaft inhaftiert. Wieso eigentlich unehrenhaft minus 20? Wenn das nur minus 5 ist, was ist denn das? Okay, naja, okay, wir werden dich aus dem Kerker entlassen, so. Um Gnade zu beweisen. Und die anderen beiden hier, den Bischof werden wir verbannen oder hinrichten lassen. Ich denke, wir werden ihn verbannen. Wir sind ja nicht ganz so grausamer Typ. Zack, und damit haben wir jetzt in Bamberg auch einen neuen Bischof. Okay, so, und worum wir uns mal kümmern müssen, was ich mal gucken möchte, ist, wir haben ja hier immer noch fränkische Kultur in Leiningen. Und natürlich auch in Mainz, aber dagegen können wir jetzt gerade nicht viel machen, weil das nicht unsere eigene Provinz ist. Aber ich denke, das ist ein Deutscher. Okay, nee, das sind alles Deutsche, okay. Komisch, dass hier immer noch fränkische Kultur dann ist, das verwirrt mich. Es geht in diesem Mod irgendwie teilweise extrem langsam und dann geht es auf einmal bam, bam, bam auf einen Schlag überall, dass die Kultur sich ändert. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt oder wie genau man das beeinflusst. Ist ein bisschen seltsam. Okay, so. Wir haben alle ihre Verschwörungen beendet, sehr schön. So, dann überlegen wir uns jetzt mal, was wir jetzt machen möchten. Ich würde ja wirklich gerne... wirklich gerne hier auf den Thron von Ostfranken kommen, muss ich sagen.
Aber wie gesagt, dafür müssen wir, wenn ich das richtig verstanden habe, erst uns unabhängig machen. Genau. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall eine Fraktion, ansonsten schaffen wir das nicht. Und von daher werden wir jetzt mal eine Unabhängigkeitsfraktion gründen, denke ich, oder? Können wir gar nicht, okay. Das suckt natürlich. Wir sind in gar keiner Fraktion mehr, sehe ich gerade. Wir gründen wieder unsere eigene Traditionsfraktion. Okay, alles klar. Tja, die Frage ist, wie kommen wir unter seine Herrschaft raus, wenn wir außer durch einen direkten Krieg das nicht schaffen? Mit wem bist denn du so verbündet? Nur mit dem König von Ostfranken. Aber er hat halt 12.000 Mann, ne? Das ist halt einfach zu viel. Wir könnten versuchen, ihn zu ermorden, sodass dann sein Erbe drankommt, der dann eigentlich nicht so viel Macht haben dürfte normalerweise. Oder wir kidnappen ihn und erklären dann den Krieg und dann können wir uns instant unabhängig machen. Das klingt auch noch einem ganz guten Plan. Vorausgesetzt, wir schaffen das tatsächlich, ihn zu kidnappen. Oh, guck mal, seine Frau mag ihn nicht. Okay. Okay, okay. Aber das war's dann auch schon. 55%. 76%. 93%. Unsere Cousine. Okay, ist gestorben. Tja, 93% wird nicht reichen. Mal schauen, ob sich da noch was ergibt in der Zukunft. Ne, wir werden ihn verrotten lassen. Den Grafen von Passau, den lassen wir nicht aus dem Kerker raus in näherer Zeit. Das kann er vergessen. So, wir bauen mal Leiningen weiter aus. Wir lassen mal Burgmauern errichten. Oder größere Burgmauern errichten, wie auch immer. Okay. Eine Großhändlerkarawane aus fernen Ländern ist vor den Toren eurer Festung angekommen. Ihr Anführer, ein heiterer Mann mit einem gewaltigen Körperumfang, bittet euch mit einem fremden Akzent, ihnen für die Nachtschutz... Für die Nachtschutz vor den Elementen zu gewähren. Ja, natürlich, wir lassen sie rein. Wir sind ein guter Christ, ja. Wir lassen die Leute nicht vor unseren Toren verhungern oder erfrieren oder ähnliches. Im Morgengrauen bereitet sich die Karawane darauf vor, weiterzuziehen. Der Kaufmann besteht darauf, euch ein Geschenk als Dank für eure große Gastfreundschaft zurückzulassen. Er ruft einen knappen Befehl und ein junger Mann kommt herein. Dieser Eunuch wird euch zu Diensten sein und seine Loyalität soll ohne Fehl und Tadel sein. Ja, wir nehmen das an, denke ich. Jetzt versuchen wir mal nochmal die Stadtsteuern hochzusetzen. Und dann werden die Sitten der Adligen erhöhen. Und was ich jetzt eigentlich gucken wollte, war der Eunuch. Wo ist er denn? Du bist das. Kein besonders fähiger Mann, aber er mag uns. Loyaler Diener plus 100. Naja gut, wir werden ihn erstmal behalten. Schauen wir mal. Schauen wir weiter. Ja, wir nehmen Datei natürlich. Hier gibt es niemanden, den wir bestechen können. Oh. Eine ganze Menge Bedrohungen hier. Primär dein Oberbürgermeister von Noli. Die sind mir schon die ganze Zeit hier zu mächtig, aber ich kann halt irgendwie nichts Großartiges gegen sie machen. Ich könnte natürlich versuchen, einfach so die Titel zu entziehen, aber das bringt halt irgendwie nicht viel. Und alles andere war bisher noch nicht möglich. Oh Gott, geh mir doch nicht auf den Nerven. Wer ist das? Mein Kanzler. Ah, Verschwörung beenden. Ich werde irgendwann. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Okay. Heißt, er hat das. Doch, er hat das aufgehört. Alles klar. Gut. Tja, wie kommen wir hier jetzt weiter? Das ist hier die Frage. Wir müssen irgendwie es schaffen, unsere Frau auf die auf den ostfränkischen Thron zu setzen. Das Problem ist halt, dass halt es nicht so funktioniert hat, wie ich dachte, sodass wir dass unser Sohn dann einen Anspruch bekommt auf Ostfranken. Das ist wirklich nervig, dass das jetzt so nicht funktioniert. Und mir fällt auch gerade auf, ich glaube, wir müssen mal warte, was? Ich bin der ernannte Regent. Oh. Okay. Ein Bauer, der des Mordes angeklagt wird, wird euch vorgeführt. Seine Frau und Kinder
wurden in einer in der kleinen Hütte, die ihr zu Hause war, ermordet, aufgefunden. Er stand daneben und war mit ihrem Blut bedeckt. Trotz dieser belastenden Beweise beteuert der Mann weiterhin seine Unschuld. Was soll mit ihm geschehen? Wir werden ihn hängen lassen, oder? Wir wissen ja noch nicht wirklich, ob er schuldig ist tatsächlich. Wir werden ihn erstmal in den Kerker werfen. Da immer mehr Menschen um eine Audienz an eurem Hof bitten, erkennt ihr, dass die Verwaltung eures Reiches noch stark verbessert werden muss. Ihr müsst euch noch mehr anstrengen. Ja, Vorland wird fleißig. Okay. Ja, Vorland entwickelt sich zu einem sehr, sehr guten Herrscher. Was? Okay. Wir kämpfen aus irgendwelchen Gründen mit diesem einen Typen. Im letzten Augenblick warf er einen Stuhl nach euch, brachte euch zum Stolpern und rannte weg. Alle Versuche, den Störenfried aufzufinden, verliefen erfolglos. Keine Ahnung, ich habe jetzt den Anfang der Quest, der Eventreihe nicht mitbekommen. Leider, leider. Es hat Spaß gemacht. Okay. Naja, schön und gut. So, wir kriegen 10 Gold im Monat, das ist doch gar nicht mal schlecht. Burgmauern in Leiningen werden gerade gebaut, auch nicht schlecht. Und ja, wir brauchen jetzt 5 Jahre, bis wir hier nochmal die Steuern erhöhen können. Das ist wirklich nervig. Ja, schon wieder Plünderer. Macht der Kaiser das oder muss ich die erledigen? Oder mein König macht das? Okay, ja, guck mal hier. Ja, ich denke, wir haben keine großartig andere Möglichkeit, außer ihn irgendwie umzubringen oder zu kidnappen, um unabhängig zu werden. Einen direkten Krieg können wir nicht gewinnen. Zumindest nur sehr, sehr schwer. Leider finden wir hier außer den beiden hier keine großartige Unterstützung, was ein bisschen nervig ist. Wir könnten natürlich von unserem Herrschaftsfokus mal weggehen und den Intrigenfokus machen. Der passt aber zu unserem Charakter nicht wirklich. Eher der Kriegsfokus würde zu unserem Charakter passen. Kriegsfokus bringt uns allerdings aktuell nicht wirklich viel. Außer wenn ich den Herrschaftsfokus wegmache, werden wir wahrscheinlich wieder ein Domänenlimit verlieren, was ziemlich schlecht wäre. Wir müssen auch mal warten, bis wir nicht mehr unehrenhaft sind. Ich glaube, das geht nach 5 Jahren weg, wenn ich mich nicht irre. Okay, unsere Burgmauern sind fertig gebaut. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt einen Bergfried innerhalb der Burgmauern. Wir werden jetzt Leiningen erstmal vollkommen ausbauen, damit Leiningen mit Kaiserslautern und mit Baden mithalten kann. Baden, also es ist jetzt schon fast auf dem Level von Baden. Aber noch nicht ganz. So, wir können wieder ein Fraktionstreffen abhalten. Wer ist denn in unserer Fraktion überhaupt? Okay, den einen Typen, den wir vorhin freilassen wollten. Der unsere Lehnsherr nicht besonders mag. Ich sehe gerade, wir lieben unseren Lehnsherr, ja. Ah ja, weil der uns ständig sagt, dass uns irgendwelche Leute kidnappen wollen. Ich erinnere mich. Okay, wir werden mal ein Fraktionstreffen abhalten. Ja, wir wollen wieder unsere Position stärken. Wir werden wieder eine Rede halten. Und er fand die Rede wohl sehr gut. Alles klar. Unzureichende Bodenbearbeitung in der Pfalz. Hey, was ist denn da los? Ah, shit. Okay. Wir wurden entdeckt. Bei unserem Plot. Das bedeutet aber, dass sich jetzt seine Meinung von mir verschlechtert hat, nicht umgekehrt. Hinterhältiger Verschwörer. Tja, wir haben 110%. Er hat sich noch nicht versteckt, von daher sollte das aktuell kein Problem sein. Ich sehe auch gerade, er ist gestresst, krank und verwundet. Und er ist gestorben. War zu erwarten. Statt nach einer Zeit der Krankheit. Er hat halt dadurch minus 5 Gesundheit oder so. Minus 3, minus 2, sogar minus 6 Gesundheit. Das ist ja richtig heftig. Okay, so, du bist jetzt der neue Herrscher. Okay, wir werden die Unabhängigkeit jetzt fordern. Von König Maurice. Das hier ist ja jetzt vorbei, genau. Wir werden die Unabhängigkeit fordern. Ja, wir haben sehr viel Geld. Das sollte passen. Wir werden die Unabhängigkeit erklären. Ja, nochmal ganz kurz gucken vorher, was für Bündnisse er hat. Ja, König von Ostfranken könnte er theoretisch in den Krieg rufen. Aber ich denke, wir können das trotzdem gewinnen. Wir haben 7000, sie haben zusammen 9000. Wir können noch ein paar Söldner ausheben und wir können sie ja einzeln bekämpfen, von daher.
sollte das, denke ich, schon gehen. Wir erklären den Unabhängigkeitskrieg. Und er herrscht jetzt auch tatsächlich nur noch über Holland selbst. Aquitanien hat er wohl an irgendwen anderen verloren. Wahrscheinlich an den Kaiser. Ja. Ich frage mich auch, an wen das ganze Zeug jetzt geht. Das erbt alles auch wieder der Pippin der Zweite dann quasi. Weil er ja nur einen Sohn hat. Und Pippin der Zweite gerade aktuell auch zum Herrscher des Reiches gewählt wird. Von daher erbt er tatsächlich alles. Der wird sehr mächtig werden dann. Okay, alles klar. So, Vorland ist auf dem Kriegszug. Wir werden jetzt mal den Herrschaftsfokus aussetzen und dafür den Kriegsfokus aktivieren. Bam. So, das sollte uns, wenn wir einen Tag warten, ein bisschen mehr Einheiten bringen. Normalerweise. Hallo? Okay, oder auch nicht. Vielleicht müssen wir dafür einen Monat warten. Ich weiß nicht, ob wir so lange warten möchten. Wir warten jetzt einfach mal bis zum Anfang von August. Okay, jetzt. Hä? Oh, shit. Ja, shit. Okay, das ist jetzt ein Problem. Ja, wir werden auch Pippin als Herrscher. Das ist jetzt ein großes Problem. Wie viele Einheiten hat er? 4000. Okay, wir können ihn immer noch schlagen. Ach, das war echt fail. Wir haben jetzt ein Domain-Limit verloren, dadurch, dass ich, ich den Kriegsfokus aktiviert habe. Dadurch haben wir mehr Einheiten verloren, als wir bekommen haben. Ja, und jetzt haben wir nämlich das erwartete Problem, dass er den König von Ostfranken reingerufen hat. Wir können aber auch Leute reinrufen. Oh, wir können einen Grafen reinrufen. Yay. Okay, ihr sammelt euch erstmal hier. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Söldner. Welche können wir uns denn leisten? Ich denke, die könnten wir uns eine Weile leisten. Nee. Das war echt blöd jetzt hier. Wow. Das war ziemlich dämlich. Okay. Das wird uns jetzt hoffentlich nicht den Krieg kosten. Wir haben entschieden, das Vasallentum von Graf Gebhard von Hainaut zurückzunehmen. Hm, warum das denn jetzt? Was ist denn mit dir los? Hast du da einen Anspruch drauf oder was? Nee. Naja, meinetwegen. Kann jetzt es mir nicht leisten, mich auch noch mit dem Kaiser anzulegen. Nicht wirklich. Ja, die hier können wir nicht lange unterhalten. Ich denke, das können wir uns nicht leisten. Wir müssen hier... Ja, wir brauchen aber 2000. Was nehmen wir? Den sächsischen Truppen? Nee, das ist zu schwach. Obwohl, das... Ich denke, wir nehmen hier die Kompanie des Sterns. 100 schwere Kavallerie. Das klingt für mich ziemlich gut. 15 im Monat. Wir können das natürlich nicht lange unterhalten. Wir müssen jetzt schnell irgendwie große Schlachten erzwingen. Bei denen wir ihre Einheiten vernichten können. Beziehungsweise eventuell auch Darlehen aufnehmen. So, wir werden erstmal versuchen, diese 2000 Mann hier auszulöschen. Wir brauchen jetzt erstmal hier ein paar bessere Generäle. Er hier ist ganz gut. Tja, dann nehmen wir halt ihn. Wir haben keinen großartig besseren. Okay. Wir greifen hier Luxemburg an. Das sollte kein Problem sein, da wir in extremer Überzahl sind. So, wir werden jetzt versuchen, hier einzeln ihre Einheiten auszulöschen. Der Papst ruft uns in den Krieg. Bauernaufstand in Ferrara. Hm, ja, von mir aus. Wir werden ja jetzt zwar gerade nicht helfen können, aber das passt schon. Wenn Gäste eintreffen, begrüßt Schützling Sieghard sie immer zuerst und überschüttet sie mit Fragen. Das Kind hat echt das Potenzial. Oh, ich glaube, das war hier keine gute Idee, hier anzugreifen. Wir haben einen Flussüberquerungsmalus. Und hier kommen jetzt gleich nochmal Einheiten. Aber wir haben hier ja auch nochmal Verstärkung. Von daher sollte das gehen. Ihre rechte Flanke ist gefallen. Und jetzt ist unsere Verstärkung da. Alles klar, das sollten wir eigentlich soweit gewonnen haben jetzt. Ja, alles klar, zack. So, damit sind wir jetzt schon mal ganz gut dabei.
Befolgen wir sie hier. Wieso haben wir jetzt hier schon wieder keinen Anführer der Flanke? So, hier, du. Volkmar, unser Onkel. Du wirst uns jetzt hier gefälligst unterstützen dabei. Sie versuchen ja, ihre Einheiten zu formieren, aber sie schaffen es nicht. Wir können sie immer vorher abschneiden. Sehr schön. Der Bauernaufstand in den Papststadt ist vorüber. Das war auch zu erwarten. Okay. Wir haben schon 79%. Wir haben alle Schlachten bisher gewonnen. Grafschaft Rosello änderte ihre Kultur zu okzitanisch. Okay. Ja. Ist mir Wurst. Oh, guck mal, hier unten haben wir noch 500 Mann. Ups. Unser Onkel hat einen Sohn bekommen. Aldrich. Okay. Ja. Wir haben zwar aktuell nicht besonders viel Geld, aber das ist okay. Wir können die Söldner jetzt so oder so gleich auflösen. So, er möchte uns zu einem Kommandanten machen. Nee. Wir brauchen uns selbst als Kommandant. So, wie viel Teil, wie groß ist der Teil der Söldner in unserer Armee aktuell? 3.300. Ich denke, wir können uns die Söldner nicht mehr wirklich leisten, von daher. Hat er noch irgendwie großartig Einheiten? Das ist das Einzige, was er noch hat. Der Brabanter, der dürfte ja nicht mit uns im Krieg sein. Das ist ein anderer Krieg. Wir sind hier der Herzog von Brabant. In was für einem Krieg bist du? Verteidigt gegen mich. Aber das ist das, was er hier macht, ist gegen die Wikinger. Wir belagern das hier kurz fertig. Ich möchte eigentlich jetzt das Safe gewinnen. Von daher denke ich, nehmen wir jetzt einfach mal einen Kredit auf. Für 100 Gold. Ich möchte die Söldner jetzt nicht auflösen. Nicht, dass dann noch irgendwie einen Verbündeten reinruft oder so Quatsch. Das wäre ziemlich schlecht. So, wir haben das hier belagert. Wir haben Bourgogne belagert. Oh, wir warten hier noch ganz kurz auf die 500 Mann. Und dann gehen wir hier hoch. Also man sieht schon, wir haben mittlerweile schon echt viel Stärke im Reich. Vorland ist auch ein extrem guter Anführer. Von daher ist klar, dass wir relativ mächtig sind. Ich meine, wir besiegen gerade zwei Königreiche auf einmal im Prinzip. Was schon ziemlich heftig ist. Okay. Wir haben das geschafft. Wir werden jetzt den Krieg beenden. Unabhängigkeitskrieg 100%. Wir werden uns unabhängig erklären von König Maurice von Holland. Zack. Damit sind wir jetzt unabhängig. Wir können einen Titel erstellen. Königreich Bayern, Königreich Franken. Oh, wir können nominelle Königstitel erschaffen. Königreich Luxemburg. Könnten wir. Wenn wir genug Geld hätten. Okay. Wir lösen erstmal die Söldner auf. Und können wir jetzt theoretisch dir hier direkt den Krieg erklären? Ja, wenn wir unsere Einheiten auflösen. Zack, zack, er dürfte ja jetzt nicht allzu viele Einheiten haben hier. 500 Mann. Allerdings hat er ein paar mehr Verbündete. Die haben aber auch alle nicht viel Einheiten. Wir haben jetzt halt gerade kein... kein Gold mehr, um weitere Söldner auszuheben. Aber ich denke, wir werden jetzt einfach mal diesen Krieg erklären. Wir werden versuchen, jetzt unsere Chance zu nutzen. Denn beim nächsten Mal werden wir wieder gegen die alle auf einmal kämpfen müssen. Von daher passt das, denke ich, schon. Wir haben leider keine großartigen Verbündeten, was ziemlich blöd ist. Wir können auch keine heiraten oder irgendwas arrangieren. Was auch ziemlich blöd ist. Tja, was tun? Erstmal brauchen wir einen neuen Kämmerer. Denn uns wurde ja... Uns wurde ja unser Alter hier entzogen. Der Graf von Hainaut ist ja jetzt unabhängig. Warum auch immer er das gemacht hat, keine Ahnung. Macht mir aber ehrlich gesagt nichts, dann haben wir ein bisschen mehr Vasallenlimit. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich eventuell hier eine... zum Beispiel Bamberg aufgäbe oder Würzburg. Das sind eh beides ziemlich nutzlose Provinzen. Im Vergleich zu München. Obwohl, in München bekommen wir gerade auch nicht besonders viel Gold raus. Warum? Hm.
Haben wir hier die schon ausgebaut mehr oder was? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, hier haben wir überall schon Burgstädtchen gebaut gehabt, okay. Aber München ist halt insgesamt besser, ne? Weil da sind mehr Holdings drin. Und es ist auch plus 2. Das heißt, wenn wir hier ein Burgstädtchen drin bauen, dann haben wir deutlich mehr als bei den anderen beiden. Ha. Ich werde jetzt hier erstmal diese Folge beenden. Ich überlege mir dann bis zum nächsten Mal, ob wir jetzt diesen Krieg erklären oder nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das tatsächlich schaffen würden. Ich werde jetzt hier diese Folge beenden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violett.